Die offene Trainerfrage darf den FC Bayern aus Sicht von Routinier Arjen Robben in der entscheidenden Saisonphase mit den Partien in Champions League und DFB-Pokal nicht belasten. Das darf in den nächsten Wochen keine große Rolle mehr spielen, mahnte der Münchner Offensivprofi im Gespräch mit dem BR Sport. Wir müssen uns konzentrieren auf Fußball, darum geht es. Im April wird alles entschieden, dann können wir erfolgreich sein oder nicht. Dann dürfe es nicht um den neuen Trainer gehen, sondern nur um den Sport, ergänzte Robben, dessen Zukunft in München ebenfalls noch offen ist. Punkt. 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 Punkt, 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 Punkt. Zuletzt hatte der Rekordmeister Berichten zufolge von Thomas Tuchel eine Absage kassiert. Nach Ansicht ihres ehemaligen Kaderplaners Michael Reschke haben sich Bayern dabei aber nicht verzockt. Die werden einen klaren Plan haben, davon bin ich felsenfest überzeugt, sagte der heutige Sportvorstand des VfB Stuttgart im Interview von Sky Sport News. Die Bayern sollen Interesse an einer Verpflichtung des ehemaligen Dortmunders Tuchel gehabt haben, ehe er am Ende der vergangenen Woche aber offenbar selbst absagte. Reschke sicher, Bayern haben eine Lösung, ich kenne Situation bei Bayern München ja recht gut, ich kenne handelnden Personen, allen voran Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß sehr gut, sagte Reschke dem TV-Sender. Ich bin sicher, dass sie mit einer Lösung schon weiter sind, als viele glauben. Reschke war 3 Jahre technischer Direktor beim FC Bayern, ehe er im August 2017 als Sportvorstand zum Ligarivalen Stuttgart wechselte. Als Kandidaten für den Trainerposten in München werden unter anderem Niko Kovac von Eintracht Frankfurt, Leipzigs Ralf Hasenhüttl, der Hoffenheimer Julian Nagelsmann und Lucien Favre genannt. Der frühere Bundesliga-Trainer in Berlin und Mönchengladbach ist derzeit bei OG Zenica aktiv. Der Schweizer soll den französischen Erstligisten nach einem Bericht des Fachblatts France Football aber im Sommer für eine Ablösesumme von rund 3 Millionen Euro verlassen dürfen. Löw habe andere Sorgen als Bayern. Bundestrainer Joachim Löw bekräftigte vor dem WM-Testspiel gegen Brasilien, für ihn komme ein Engagement nicht in Frage. Für mich ist das überhaupt kein Thema, bei mir steht WM im Mittelpunkt und geht für uns hoffentlich bis Mitte Juli. Von daher habe ich andere Sorgen als Bayern möglicherweise, sagte Löw dem ZDF.